herzlich willkommen zum FIFA World Cup 2022 in Katar, zum Orakelspiel. Freunde, ich lasse hier nur zwei KIs gegeneinander antreten. Ich spiele das nicht, also wenn eure Mannschaft verliert, dann kann ich nichts dafür. Also nicht über mich schimpfen, sondern dann über FIFA schimpfen, könnt ihr gerne machen, da habe ich kein Problem mit. Es ist immer 24 Stunden vor dem tatsächlichen Spiel der WM, kriegt ihr hier diese quasi... Ja, ich nenne es das Orakelspiel. Seht ihr dann eben vorab die Partie. Wie gesagt, zwei Legenden-KIs spielen gegeneinander, wie die Originalpaarungen sind. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und lasst mir noch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß und auf geht's jetzt. Herzlich willkommen aus dem Khalifa International Stadium zur Partie Deutschland gegen Japan. Ein wirklich geniales Spiel. Unsere Mannschaft startet ins Turnier. Die Deutschen haben sich sehr souverän qualifiziert, mal abgesehen davon, von dieser einen kleinen Niederlage gegen Nordmazedonien, alle Punkte in ihrer Gruppe geholt, also als Tabellenerster qualifiziert. Und die Japaner sehr, sehr souverän auch hinter Saudi-Arabien als Zweiter qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Das spektakuläre 14-0 gegen die Mongolei ist unvergessen. Dementsprechend freuen wir uns auf ein Riesenspiel. Ich quatsche jetzt nicht mehr rum. Ich übergebe an Frank Buschmann und Wolf Fuß, eure Kommentatoren. Viel Spaß. Willkommen im Al-Bayt Stadium. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft. Deutschland gegen Japan. Gruppenspiel bei der WM. Beide hoffen, beide erwarten sich eine Menge. Beide wollen zeigen, dass man mit ihnen rechnen muss. Antonio Rüdiger, Nummer 7. Leon Goretzka, Number 8, Serge Gnabry. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Das Tiki-Taka ist natürlich eine große Spezialität von Ihnen, Buschi. Und das wollen Sie auch heute wieder zeigen. Ja, da hat es kein Gegner leicht. Sie haben die Ballsicherheit, haben auch die Physis, um das wirklich konsequent durchzuziehen. Zwischen dem ersten und dem bislang letzten WM-Titel der deutschen Elf liegen stolze 60 Jahre. Aber während 1954... der überraschende Titelgewinn noch als Wunder von Bern gefeiert wurde, gehörte die DFB-Elf 2014 ohnehin zum engsten Favoritenkreis. Ja, zumal man ja vorher in den Turnieren mehrfach knapp gescheitert war. Und 2014 in Brasilien war es dann endlich soweit, inklusive des denkwürdigen Halbfinalauftritts gegen die Gastgeber und des dramatischen Endspiels gegen Argentinien. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Sie entscheiden sich ebenfalls für ein offensives 4-5-1. Ein Duell der Taktikfüchse. Ich bin echt interessiert und gespannt, wer sich da durchsetzt. Süle. Kimmich. Gnabry. Das ist Havertz. Jetzt die Chance. Ball bleibt hängen. Angriff erstmal zu Ende. Müller. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Gabo Shibasaki. Yuya Osako. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Da ist der Ballverlust. Wer wird hier heute der Schlüsselspieler? Serge Gnabry wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Er ist extrem stark im Abschluss. Aber das ist jetzt die Chance. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter.
Kimmich führt aus. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Das ist nochmal die Entstehung dieses Treffers. Erst kommt der Eckball von Joshua Kimmich und dann der Kopfball von Thomas Müller. Technisch perfekt gemacht. Drin ist der Ball. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gut den Ball abgefangen. Osako. Takumi Minamino. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Ball kommt rein. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Jetzt Müller. Mit dem Ball Sané. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Sie lassen den Ball gut laufen. Serge Gnabry. Havertz mit der Chance. Das muss es doch sein. Er macht den Ball rein. Da hat er natürlich keine große Mühe. Leeres Tor. Kurze Distanz, da steht ein Gold richtig und das ist dann kein Problem. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Kamada. Abgefangen von Kimmich. Schöne Aktion. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Kimmich. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Aber er muss aufpassen. Ist das der Anschlusstreffer? Gut abgeblockt. Sané. Gutes Tackling. Osako. Takumi Minamino. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Goretzka. Goretzka ist es. Er fängt diesen Pass ab. Kimmich. Gnabry im Ballbesitz. Jetzt Thomas Müller. Sané mit der Chance. Sané macht den Treffer! Herrlich, macht Spaß ihm zuzuschauen, brillanter Spieler und die Technik, die hat er natürlich auch. Schauen wir uns das nochmal an, da kann er aus kurzer Distanz abschließen, das war dann am Ende kein Problem mehr, den macht er sicher.
Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Klasse Pass. Muss Einwurf geben. Goretzka gibt den Ball her. Gabo Shibazaki. Er passt gut auf und hat den Ball. Gut geklärt, aber Einwurf. Und jetzt Müller. Da ist Kimmich. Ball ist weg. Osako. Da kommt der Pass. Und er trifft. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So, der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Serge Gnabry. Joshua Kimmich hatte mal. Havertz! Der ist nicht drin! Gehalten! Wenn hier gleich Pause ist, dann kann die deutsche Mannschaft durchaus zufrieden sein. Sie ist hier klar vorne. Ja, die haben sich taktisch perfekt auf dieses Spiel, auf dieses Duell eingestellt, liegen mit 2 Toren in Führung. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da noch was schief geht. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Kimmich. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Gnabry. Am Ball Sané. Er schießt. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Kurze Ecke. Schussversuch. Gut, wie er den Ball abblockt. Das ist der Pfiff und damit geht der erste Durchgang hier im Al-Bayt Stadium zu Ende. Und nun kann sie losgehen. Die zweite Spielhälfte in diesem ersten WM-Gruppenspiel. Die deutsche Elf mit dem Ball. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Da kommt die Ecke. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag.
Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Angriff beendet. Sané. Ballverlust Sané. Er kann klären. Gnabry. Jetzt der Angriff der deutschen Mannschaft. Also für mich sind sie da Sané. Oben ein harter Doppelpack, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig. Ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Kimmich führt aus. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Müller. Ecke für die deutsche Mannschaft. Kurz ausgeführt. Antonio Rüdiger kann erstmal befreien. Gabo Shibasaki. Sie gehen dazwischen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gnabry. Serge Gnabry. Und dann ist der Ball doch weg. Sané. Müller, das muss es doch sein. Sie legen nach, erhöhen auf 3 Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann macht das stark. Unwiderstehlich, Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind, also spitze gemacht. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Osako. Er geht dazwischen. Da kann er erstmal klären. Goretzka. Am Ball Sané. Sané. Kai Havertz. Die Riesenschuss von Müller. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Der Ball kommt rein. Die bekommen den Ball nicht raus. Leroy Sané. Da passt der klasse auf. Oh ja, klasse gehalten. Hat den Ball erneut sicher. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv eine klasse Leistung.
Gut den Ball abgefangen. Goretzka. Hofmann. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Jonas Hofmann. Gnabry hat den Ball. Sané. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Entschlossen geklärt. Und jetzt Müller. Schöner Volleyschuss. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Jonas Hofmann. Kai Havertz. Ball zurück zu Sané. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Sie wechseln also aus. Ecke kommt rein. Der Ball gewinnt. Szene geht weiter nach diesem Block. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Der Keeper hat ihn fast, aber ja, eben nur fast. Und er ärgert sich. Um ein Haar hätte er den gehalten. Das ist schon eine richtige Abreibung. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Ball ist beim Keeper. Das hat er nicht gut gemacht. Und nun tut sich hier nichts mehr. Schlusspfiff in diesem Spiel. Für die Gäste ist es eine Niederlage geworden. Bittere Niederlage, vor allem in dieser Höhe. Das gilt es zu verarbeiten. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel, eine Megaleistung bei diesem Sieg. Ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Der ist nicht drin, kaum zu glauben eigentlich. Kompliment, großes Kompliment. Kimmich führt aus. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Takumi Minamino.
Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen. Havertz mit der Chance. Das muss es doch sein. Er macht den Ball rein. Da hat er natürlich keine große Mühe. Leeres Tor. Jetzt Thomas Müller. Sané mit der Chance. Sané macht den Treffer. Herrlich, macht Spaß ihm zuzuschauen. Brillanter Spieler und die Technik. Osako. Da kommt der Pass. Und er trifft. Er schießt. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehängt. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Also für mich sind sie da aktuell im Sané. Oh mein Haar, der Doppelpack, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig, ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Sané. Müller, das muss es doch sein. Sie legen nach, erhöhen auf 3 Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Und jetzt Müller. Schöner Volley-Schuss. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Ball zurück zu Sané. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Der macht dazu, macht dicht und lässt nichts. Der Ball gewinnt. Szene geht weiter nach diesem Block. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will.